Ja, und das sind Experten, die wir gestern auch schon hatten. Jetzt können wir sehr viel handfester sprechen mit Ann-Kathrin Müller vom Spiegel und Alexander Kissler von der Neuen Zürcher Zeitung. Ja, wir haben jetzt zwei neue Bundessprecher, eine Bundessprecherin, einen Bundessprecher. Das ist alles andere als eine Überraschung. Darüber haben wir gestern schon spekuliert und das ist sicherlich auch keine große Spekulation gewesen. Was zeigen denn diese beiden Wahlgänge jetzt, wie es mit der AfD in Zukunft weitergeht? Tatsächlich, dass die Entwicklung, die wir schon hatten, sich fortsetzt. Offenbar hoffentlich laut AfD-Politikern mit mehr Einigkeit. Also damit sind sie ja angetreten, dass sie weniger streiten wollen. Und tatsächlich haben wir jetzt zwei Parteichefs, die sich sehr gut verstehen, auch inhaltlich, die sich, glaube ich, nicht streiten werden, wie ein Kopalla und ein Meuthen das getan haben, sondern die eben, wenn sie Streitigkeiten haben, das hinter den Kulissen ausmachen. Zumindest war es bislang so. Und die Partei weiter da hinschieben werden, wo sie eigentlich ja schon steht. Was ist jetzt zu den Gegenkandidaten zu sagen? Hat man es vor allem bei dem Gegenkandidaten von Alice Weidel, Michael Nikolaus Fest, der Kandidatin, ja, der von wahrscheinlich schon vorher besprochen worden ist in Zirkeln, zu leicht gemacht? Naja, es war natürlich ein ganz schwaches Ergebnis für Fest. Ne? Ich glaube 20,45%. Ja. Also man hat eher gedacht, dass Kleinwächter schwächer abschneidet, weil Fest eigentlich intellektuell und rhetorisch besser aufgestellt ist. Kleinwächter hat eine sehr starke, rhetorisch geschickte Rede gehalten, völlig frei gehalten. Das ist mehr als ein Achtungsergebnis. Ich glaube, Rupalla blieb jetzt sogar noch ein paar Stellen hinter dem Komma, hinter seinem Ergebnis von 2019. Also ich denke, mit Kleinwächter wird zu rechnen sein. Er hat wirklich aus seiner schlechten Ausgangsposition durch die späte Bekanntgabe seiner Kampagne aus seiner Sicht das meiste herausgeholt. Man wird jetzt sehen, wer noch in den Vorstand kommt. Es können bis zu 14 Köpfe sein. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass jetzt hier komplett das Tableau von Rupalla durchgewunken wird. Einige haben ihn, glaube ich, auch mit dem Messer in der Tasche gewählt. Und man hat ja gemerkt, wenn immer er darauf angesprochen worden ist, was seine eigene Schuld ist, kam immer sofort Reflex, sagt, ich habe keine Schuld, andere sind schuld. Also Verantwortungsscheu und Flucht aus der Verantwortung, das ging heute noch mal gut, aber ein Aufbruch sieht anders aus. Wenn jetzt die Wahl der restlichen Bundesvorstandsmitglieder kommt, wird man da sehr darauf achten, dass es in Zukunft weniger Ärger im Bundesvorstand geben wird. Wird das aber gleichzeitig auch bedeuten, dass er in Zukunft stromlinienförmiger ist? Also das ist der große Versuch hier heute oder in diesem Wochenende, dass sie eben diese Einigkeit herstellen wollen, weil sie eben selber sagen, die schlechten Ergebnisse liegen nur daran. Sie sehen keine Probleme bei ihren Inhalten, sie sehen keine Probleme damit, dass sie immer die Dagegenpartei sind, sondern sie sagen, es liegt nur daran, dass wir uns gestritten haben. Und wenn wir das aufhören, dann wird es auch besser für uns laufen, weil die Krisen seien ja da, von denen sie profitieren könnten. Und jetzt ist die Frage, ob ihnen das gelingt. Das kommt dann eben tatsächlich auch darauf an, wer noch so in den Bundesvorstand gewählt wird. Aber dass die zwei an der Spitze sind und das geschafft haben, das ist zumindest ein Signal, dass der Parteitag das ähnlich sieht wie die, die das in ihren Reden gesagt haben. Herr Kissler, sind die... Ja, es ist ja auch die Frage, was wird programmatisch Ihnen praktisch auf den Tisch gelegt. Ne? Wir haben heute noch morgen drei sehr wichtige Entscheidungen, die programmatische Pflöcke einschlagen könnten. EU, also noch einmal soll gefordert werden, Abschaffung der EU, dann Ukraine überhaupt keine Waffen schaffen. Also gewissermaßen ein Antrag, der Beleg ist, eigentlich wieder mal für die Hufeisentheorie, ganz rechts und ganz link, Radikalpazifismus. Relativ naive Art, würde ich sagen. Und dann drittens natürlich gibt es diese Programmstrukturkommission. Und noch wichtiger wird Herr Höcke, der sich dafür warmläuft, an deren Spitze gesetzt. Also wenn wir diese drei Entscheidungen haben, dann können wir wirklich eine präzise Aussage machen, was sich nun am Kurs ändern wird. Momentan ist es nur, ich muss es wiederholen, ein mutloses Weiter-so. Hat sich die AfD von ihren Grundsätzen verabschiedet heute? Jetzt sind die beiden wichtigsten Ämter ja in ein und denselben vier Händen. Alice Weidel und Tino Chrupalla, sowohl an der Spitze der Bundestagsfraktion als auch der Partei. Ja. Na gut, er wurde ja immer wieder darauf angesprochen, Herr Chrupalla, auch von uns Journalisten. Da sagt er mir, schaut mal, bei der CDU läuft es doch eigentlich auch. Da hat man das auch zusammen, ne? Parteivorsitz und Fraktionsvorsitz mit Herrn Merz, die das haben, läuft es nach vorne. Herr Höcke hat auch gesagt, sei noch nicht reif, Klammer auf, ich bin noch nicht gut genug, Klammer zu. Vielleicht in zwei Jahren könnt ihr mich rufen, dann mache ich es vielleicht, Klammer zu. Man hat sich zumindest davon verabschiedet, dass man jenseits der Popularität stärker noch auf Kompetenz und Professionalität sitzt. Man sagt, die beiden machen es, die verstehen sich irgendwie, lass sie beide also beide Pferde satteln. Das ist ein gewisses Risiko, weil natürlich intern die Kritik gerade an der Fraktionsführung von Herrn Chrupalla und Frau Weidel sehr, sehr hoch ist. Also das könnte sich auch aufschaukeln zu einem doppelten Kritikpunkt. Eine kurze letzte Antwort bitte, Frau Müller. Die Tatsache, dass jetzt Alice Weidel und Tino Chrupalla hier an der Spitze sind, was bedeutet das eigentlich für die Zukunft der Partei? Sind das nur Übergangsvorsitzende?
Sind Sie was? Übergangsvorsitzende. Also tatsächlich hat man das Gefühl, dass dieser Parteitag und diese Partei sich darauf vorbereitet, dass irgendwann Björn Höcke an die Macht gelangen will. Und das werden wir, glaube ich, im Laufe des Tages noch sehen, wenn es um diese Strukturkommission geht. Wenn er die durchbekommt und die dann auch leitet, dann ist das, glaube ich, die gute Rampe für ihn. Gut, das werden wir noch sehen im Laufe des Tages, auch mit Ihnen beiden dann noch. Vielen Dank erstmal für dieses Gespräch und es geht zurück zu Doris Müller. Ja, Frank Christ.